Da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Far Cry 4, hier in diesem schönen Flughafen, der so ein bisschen an den Lukla Airport angelehnt ist, den es in Nepal in Wirklichkeit gibt, könnt ihr ja, wie gesagt, in unserem wunderschönen Mount Everest Video auf dem Super Homie Channel sehen, wo wir da ja hingereist sind. Ich wiederhole das ja ab und zu, weil es sind ja immer wieder neue Leute auch, die das nicht wissen, und ich fand, das war einer der grandiosesten Momente meines Lebens da oben, mitunter. Deswegen erzähle ich da natürlich auch gerne von. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei einer neuen Runde von Let's Play Far Cry 4. Wir steigen ein in den guten alten Gyrocopter bei himmlischen Klängen in den Lüften von Kyrat. Ja, erstmal hier wieder schön mal eine kleine Runde zwischendurch Granatensprengung. So, wir werfen einen Blick auf die Karte und schauen mal, wo es als nächstes lang geht. Wir haben ja theoretisch immer noch ein paar Missionchen zu erfüllen. Hier gibt es auch noch, wie gesagt, die ganzen Festungen und den ganzen Schnickschnack. Und ja, hier wäre jetzt eine weitere goldene Fahrtmission. Und ich glaube, die gehen wir dann auch mal an. So, in 500 Metern brausen wir mal los. Bin ich mal gespannt, was die wieder für uns aufgetischt haben hier. Da müssen wir uns ja wahrscheinlich wieder entscheiden zwischen Zabal oder Amita. Die beiden kennen wir auch schon mittlerweile. So, jetzt müssen wir hier wieder gucken, dass wir nicht zu hoch gehen. Da stürze ich direkt mal lieber ein bisschen runter. Ich kann es ja immer wieder nur betonen, ich finde die Gyrocopter super geil. Ist eine klasse Erfindung hier in Far Cry. Und macht einfach auch Späßchen. Was mir ein bisschen zu kurz kommt, ist manchmal vielleicht so ein bisschen Survival. Da hätten sie ruhig noch mehr machen können. Weil man muss ja hier nicht wirklich ums Überleben kämpfen. Man sagt halt ein, es ist Open World, aber es ist halt mehr Open World. Survival wäre noch irgendwie cool gewesen. Aber vielleicht ist es auch gut so, dass man sich nicht so auf dieses Survival-Feeling, was andere Spiele gebieten ja auch, wie DayZ, Forest und Co., ja, sich vielleicht auch ein bisschen davon absetzt. Aber vielleicht hätte das so eine gute Kombo sein können. Was meint ihr dazu? Oh, da hat mich der Rotor gerade erwischt doch tatsächlich. Was soll das denn? Unverschämtheit. So, hier können wir mal ein Blättchen gerade wegnehmen. Zack. Ja, kooperativer Spielmodus. Wollte ich euch auch noch was zu erzählen. Ah, die haben ja schon zu Genüge. Und da vorne geht wieder ein Karma-Ereignis, aber hier wäre jetzt die nächste Mission. Wie sollen wir denn bitte an das Poster da kommen? Kann ich hier einfach irgendwie so hoppi und einmal springen und abreißen? Nee, klappt nicht. Da, ach, mit dem Gyrocopter wahrscheinlich dranfliegen oder was? Keine Ahnung, vielleicht habt ihr eine Idee. Naja, kooperativer Spielmodus ist das Problem, dass die anderen Jungs alle meisten nicht die PlayStation-Version haben und keinen Bock auf sie haben, weil die alle doof sind, viele. Deswegen muss ich noch gucken, wie wir das zum Laufen bringen, weil sonst, wenn wir jetzt die PC-Version spielen, ist halt das Problem, dass wir halt voll viele Sachen, die wir hier schon gemacht haben, nochmal machen müssten, wie zum Beispiel Außenposten. Du bist eine Dealerin und nichts anderes. An wen erinnerst du mich noch? Ach ja, Pagan. Ich bin wie Pagan, weil ich eine Vision für Kyrat habe? Ich versuche nur, uns aus deinem dritten Weltsumpf zu ziehen. Das ist unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere Tradition. Tradition? Zum Beispiel kleine Mädchen verheiraten? Ist das das? Ist das dein großer Plan für Badra? Oh, tu es doch! Tu es einfach! Zeig AJ, was für ein Mann du bist! Ich rechtfertige mich nicht. Jetzt ist Noah dran. Immerhin, da sind wir uns einig. Sie hatte gar keine Wahl. Pagan hat nur dazu gezwungen. Er hatte ihre Familie. Und wie viele Familien hat sie getötet, um ihre zu retten? Es ist egal, warum sie es getan hat. Sie muss bezahlen. Wie jeder andere auch. Ich entscheide, was mit Noah passiert. Und das tun wir auch. Mensch, wollte ich gerade noch von der kooperativen Nummer erzählen und zack ging es hier richtig los. Oh Mann, ja, Frauen verheiraten finde ich absolut nicht in Ordnung. Finde ich eigentlich unter aller Kanone. Kann man nicht bringen. So, jetzt sollen wir Shanat erreichen. Okay, mal wieder. Können wir am besten mit dem Gyrocopter wieder rüberdüsen. Da hat die Amita absolut recht, aber mit diesen Drogennummern habe ich ja, stimme ich ihr bis zum bestimmten Grad zu, aber irgendwann ist dann auch mal gut, weil wir können auch Kyrat nicht von Drogen finanzieren. Habe ich dir hier von nur erzählt? Lieblingsgeschichte. Sie war früher Ärztin, eine barmherzige Seele und kam zu einer Hilfsaktion ganz zu Anfang meiner Herrschaft nach Kyrat. Und sie besaß die Frechheit, einen Bericht über Menschenrechtsverletzung durch mein Regime anzufertigen. Also habe ich sie später eingeladen, zurückzukommen und sich die Verbesserungen anzusehen. Ich lud ihre ganze Familie ein und sie kam mit Mann und Kindern.
Ich brachte sie in einem Palast unter, organisierte ein kleines Meeting und fertigte eine PowerPoint-Präsentation an. Einen 12-Schritte-Plan gegen Menschenrechtsverletzungen in Kühlrad. In Wahrheit zeigte sie nur, wie ich Nues Leben zerstören würde. Paul de Pleur nahm ihre Familie als Geisel und ich brachte die große Menschenfreundin Dr. Nadja dazu, die dreckigsten Arbeiten in meinem Imperium zu verrichten. Unter uns, ich glaube, inzwischen gefällt es ihr. Und zwar sehr. Ja, so war das. Nur kenne ja aus der Arena die Olle. Wir haben ja auch versucht, ihre Familie zu retten. Leider nichts mehr drin gewesen. De Pleur haben wir mittlerweile in den Fängen. Ah, De Pleur halt ja der Handlanger von Pergamin, dem Oberbösewicht hier im Spiel, falls ihr das nicht mehr ganz auf dem Schirm habt. Spannende Nummer, aber jetzt wollen wir weiterfliegen. Ja, das ist halt alles zwickmühlenmäßig. Die Ressourcen des Landes sind komplett ausgeschöpft, es muss Geld mit Drogen verdient werden und eigentlich ist das ein No-Go. Natürlich absolut, brauchen wir alle nicht drüber reden. Mit Heroin darf man kein Geld verdienen, das ist absolute Scheiße. Aber was macht man aus einem armen Staat, wenn man nichts anderes hat? Man muss zusammenhalten, vielleicht irgendwie probieren, ja, Bauernsachen aufzubauen, mehr Ressourcen und pipapo. Komisch, ich kann hier irgendwie nicht absinken. Hä, was ist denn hier los? Ich steige die ganze Zeit, obwohl ich gar nicht steigen will. Hilfe! Mein kleiner Girokopter hat eine Macke. Giro, geh wieder runter hier. Ich kann nicht mehr mit dem Helikopter abspringen. Hilfe! Was geht hier? Der Helikopter spinnt. Ich will ihn gerne behalten, aber wahrscheinlich liegt das am Areal oder so. Wahrscheinlich kann man in Charnat nicht landen. Kann natürlich sein. Vielleicht haben wir das so ein bisschen geblockt, dass dann der Helikopter anfängt rumzuspinnen. So, jetzt aber hier kleine Landemanöver. Schwupps. Den Baum kann er mitnehmen, wenn er will. Aber passiert auch nichts mehr. Jetzt ist er einfach ausgegangen. Okay. Spaßig. So, ab nach Charnat. Oh, guck mal, da habe ich gerade eine Message bekommen. Dann mache ich direkt mal mein Mobiltelefon aus. Soll natürlich uns nicht stören hier. Wer schreibt mir noch bis nach Kürat, wenn die wissen, wie teuer das ist? Hier der Minutenpreis und so. Und SMS-Preis. 8,77 € pro SMS. Naja. Da vorne ist Charnat und da müssen wir halt weiter. Aber wie gesagt, echt schwere Situation. Und verheiraten geht ganz klar gar nicht. Und Drogenverkauf geht eigentlich auch ganz klar gar nicht. Doch was sollen die Leute machen, wenn die Felder abgebrannt sind? Wir müssen irgendwie versuchen, Amnesty International zu kriegen für unsere Sache. Die versorgen die Leute mit Nahrung, ja? Und dann, das ist die Rettung. Ja genau, das ist die Rettung. Hier ist auch noch ein Shop. Wir haben ja mittlerweile auch genug Geld verdient. Vielleicht können wir damit Kürat retten und dann müssen wir keine Drogen verkaufen. Und wir müssen nicht, Frauen verheiraten nach Tradition. Das finde ich eh, naja. Vielen Dank, bis bald. Ich werde mich da nicht einmischen in Traditionen, aber wenn wir die Wahl haben, das zu entscheiden, dann werden wir diese Tradition ändern müssen. Denn die Verheiratungstradition ist nicht unbedingt cool. Finde einen Weg in den Backstage-Bereich. Oh, da wird sich geprügelt. Krass, Schlägerei. Ja, hier werde ich wohl nicht reinkommen. Okay, Zeit für Plan B. Muay Thai. Na, ist es ja nicht wirklich. Okay, dann schauen wir mal, wo wir den anderen Eingang finden, bevor wir uns hier voll labern lassen. Aber wie gesagt, die Details mal zu begutachten, ist auch gar nicht so verkehrt. Warum ist jetzt das Ziel hier? Gibt es hier eine Erhöhung oder irgendwas? Wir sollen da oben lang. Wie kommen wir denn da rum? Am besten mit dem Girokopter, ne? Vielleicht konnte ich deswegen nicht mit dem Girokopter landen, da vorne. Aber dann probieren wir es doch mal. Schnappen wir uns das Teil. Ich dachte, vielleicht gäbe es da im Laden noch irgendwie einen Zugang, aber nix da. Oh. Ach, das ist doch... Das ist doch jetzt mal ganz ehrlich. Warum kann ich mir denn jetzt nicht meinen Girokopter nehmen? Vor allem, was war das bitte für eine Warnung? Die war 2 Sekunden da. Na gut, dann müssen wir es anders probieren. Da muss es hier einen Weg geben. Finde einen Weg in den Backstage-Bereich. Alles dicht hier, alles dicht. Irgendwo müssen dann Kletterhaken sein oder so. Ja, hier werde ich wohl nicht reinkommen. Okay, Zeit für Plan B. Da müssen wir hin. Durch den Lüftungsschacht. Und die Option, da ist ein Kletterhaken. Da ist ein Kletterhaken. Und da ist ein Kletterhaken.
Aha. Wir kommen der Sache auf die Schliche. Ich hoffe, hier kann ich, ja, hier kann ich tatsächlich hoch, voll unauffällig. Gehen wir jetzt mal in den Backstage-Bereich. So, uns sieht ja keiner, während wir uns hier... Aber wir klettern nur ein bisschen. Ja, wir müssen unsere Training-Skills steigern. Wie sieht denn das jetzt aus? Hier, Freunde. Hat keiner, guckt keiner. Seht ihr? Sieht, ist alles gut. Denen ist es nicht aufgefallen. So, jetzt muss ich mich hier lang schwingen und zack. Oh, das war schlecht. Dann muss ich nochmal und zack. Und oh. Ne, jetzt müssen wir erstmal Schwung kriegen, damit das auch nicht in die Hose geht. Und jetzt den Haken lösen. Wow. Aua. Haben wir uns wieder den Knöchel verstaucht gerade. Jetzt kommen wir hier ran. Und ich will ja mit dem Gyrocopter hoch, ey. Nur Special Events, das ist was ganz Besonderes, Freunde. So, aber scheinbar hat sie immer noch Spaß daran. Ich bin gespannt, wie sie reagieren wird, die gute Nur. Wird sie sagen, nur gut, dass ich das gemacht habe? Oder wird sie sagen, nur nicht wieder? Ich werde jetzt aufhören und nur mal eben so gegen Pagan kämpfen. Wir haben ja unsere schöne neue Wumme jetzt hier am Start. Ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, da müssen wir hier vorne irgendwie rum. Und jetzt heißt es Vorsicht walten lassen. Denn ihr wisst Bescheid. Hallöchen. Hey, du also sag, guck mal hier, guck mal. Kennst du den schon? Zack. Ich glaube, da habe ich niemanden aufgescheucht. Sorge für Chaos in der Arena. Ja, erstmal immer mit der Ruhe. Wir planen das ganz geschickt. Jetzt können wir nämlich die Dinger hier öffnen. Ich würde mir gerne den Kram nehmen und nicht meine Waffe tauschen. Ah! Manchmal ist dieses Spiel schon. Okay, Tiger in die Arena. Was wollen wir reinschicken? Wolf, Tiger, Bären oder Nashorn? Ich würde sagen, wir nehmen Tiger. Bam! Na, zeig doch mal hier. Wo sind denn die Tiger? Und das ist die Leibgarde von Nur? Ich glaube, die brauchen mehr. Ich glaube, wir müssen da noch mehr reinschicken. Machen wir noch einen Wolf rein. So, noch mehr Tiger. Und noch mehr Bären. Und ich würde gerne auch noch ein Nashorn in die Arena schicken. Und jetzt wird's lustig. Boah, seht ihr, wie das kommt da hinten? Bam! Sehr praktisch hier mit der Fotokamera. Sehr geile Mission. Okay, wir sollen noch mehr Chaos verursachen, glaube ich. Machen wir das nochmal. Hier, noch ein Wolf. Kann er haben. So, und jetzt wird's witzig. Mehr hole ich lieber nicht rein. Töte nur oder stelle sie zur Rede. Da ist jemand im Kontrollraum. Wisst ihr was? Ich habe doch hier eine schöne neue Waffe. Habt ihr die schon kennengelernt? Zack. So. Nix da, mein Freund. Einmal nachladen zur Sicherheit. Da vorne wartet noch viel, viel mehr Schönes auf uns. Hi, ihr guten Männer. Kriegen sie auch nicht. Doch, ich habe ihn bekommen. Tatsächlich. Erledigt. Einer nach dem anderen, bitte. Ich zieh mal einfach hier mit der LMG rein. Hey. Wie blöd hast du denn da auch gehangen? Ganz ehrlich, also. Oh, oh, das hört sich nach einem Bären an. Nee, ich wollte nicht die Waffe wechseln. Ich hasse es, wenn ich looten will. Und dann gibt er mir da eine andere Wumme auf einmal in die Hand. Okay, ich glaube, jetzt muss ich mich beeilen. Zack.
Puh, jetzt werden es ein paar viele. Hier, komm mal, nimm den. Ciao mit V. Zack. Noch ein schöner Headshot zur Abwechslung. Okay, weiter geht's. Lassen wir die Sachen liegen, komm. Und jetzt auch nichts, die 2 Jahre lang zu suchen. Gehen wir weiter. Ich bin gespannt, wie Nur reagieren wird. Wie gesagt, jetzt hasst sie uns natürlich. Wir haben ihr komplettes Spiel unterbunden. Aber sie ist eigentlich eine Doktorin für Menschenrechte. Hallo? Ob wir das in einem Schwung schaffen? Tatsächlich. Töte Nur oder stelle sie zur Rede. Nur töten? Nur töten sollen wir sie? Meine Familie. Tut mir leid, Noah. Nein! Nein! Tut mir echt leid. Tut mir leid. Pagan ließ sie töten. Vor Jahren. Ich brauche dein Mitleid nicht. Ich will meine Familie zurück. Es tut mir ja leid. Aber immerhin bist du nun frei. Frei? Frei? Frei von was? Von den Menschen, die ich tötete. Von allem, was ich tat. Durch mich fanden sie Geschmack an Blut. Dein Blut. Mein. Ist es das, was ihr wollt? Mehr Blut! Hier! Da habt ihr's! Nehmt alles, ihr verdammten Tiere! Jetzt bin ich frei.